Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen bei Game 2. Wir haben euch ja letzte Woche Hausaufgaben aufgegeben und gefragt, welches Spiel John für sein Ausgegraben ausgewählt hat. Der Tipp war, im Spiel kommt zwar Thor vor, aber kein Hammer. Und was ist es nun? Tja, das werdet ihr erfahren, aber zuerst schauen wir noch mal bei Kuro vorbei. Der hat sich nämlich in die Steam-Neuerscheinungen-Kategorie vorgewagt. Und wenn euch das jetzt nicht sagt, dann seid froh. Das ist nämlich ein ganz, ganz dunkler Ort. Weckt mich, wenn es vorbei ist. Es ist vorbei. Reingelegt, es geht jetzt erst los. Hey, was stinkt denn hier so? Das riecht ja bis in mein Büro. Das sind Kuros Gammelspiele, das hält kein Schwein aus. Oh, Kuro, ich hab dir gesagt, keine Spiele aus der Steam-Neuerscheinungen-Kategorie im Großraumbüro. Menno, aber vielleicht ist der Gold dabei. Ja, aber du sollst damit nicht die Redaktion vollstinken. Wir haben dafür extra einen Arbeitsplatz eingerichtet. Ja, das ist jetzt hier schon ein bisschen plakativ, oder nicht? Aber gut, fangen wir an. Five of the Fast and the Furious. Als Kind der 1990er, der mit Kabelfernsehen aufwuchs, hieß mein Dom Toretto damals Semir Gerkan. Alarm für Cobra 11 war und ist heute noch das spektakulärste, was die deutsche TV-Landschaft zu bieten hat. Deshalb wollte ich als Knirps auch irgendwann mal Autobahnpolizist werden. Kein Scheiß. Und hier bin ich nun. Rekrut. Im Streifendienst. Zurück nach einem verheerenden Autounfall, der mich für einige Zeit aus dem Verkehr zog. Aber ich darf sofort wieder hinters Steuer, was mein Boss sicherlich nicht bereuen dürfte. Alles gut, Fahrzeug ist noch ganz. Zu meinen Aufgaben gehören die penibelsten Verkehrskontrollen in der Geschichte der Polizei durchführen, Unfälle protokollieren oder Notrufsäulen checken. Ob Semir auch alle immer erst ermahnen musste, eine Warnweste zu tragen, wenn man auf dem Seitenstreifen steht? Haben Sie eine Warnweste dabei? Sie müssen sie tragen, wenn Sie Ihren Wagen an der Autobahn verlassen. Dumme Sau! Ich schnappel mir! Ich glaube nicht. Mein spektakulärster Vorfall, während ich mich anfänglich die Ränge nach oben ackerte, war hingegen der hier. Was genau beim Autobahn-Polizeisimulator realistisch simuliert wird, ist schwer zu sagen. Das Handling der Fahrzeuge kann es nicht sein, dafür steuern sich die Autos zu schwammig. Der Verkehr lässt sich ebenfalls ausschließen, dafür fahren viele auf den Bundesstraßen einfach viel zu langsam. Moment, sehe ich das richtig? Da sitzt ja auch niemand am Steuer. Das ist ja super gruselig. Genau wie die Gespräche mit dem Partner. Nein, wir holen uns keine Kuh. Wie kommst du darauf, dass ich das jetzt vorschlagen wollte? Nur so ein Gefühl. Also wenn der Alltag bei der Autobahnpolizei so ausfällt wie im Spiel, dann möchte man sich nach spätestens einer Woche in den inneren Dienst versetzen lassen. 0 von 11, ich will doch nicht mehr zur Polizei. Spätestens seit dem Erfolg von Stray, das von vielen in der Regel bezeichnet wird als das eine Spiel mit der Katze, ne? Scheinen die flauschigen Fellfreunde schwer angesagt zu sein. Auch wenn das neue Saints Row eindrucksvoll beweist, wohin zu viel Ruhm in zu kurzer Zeit führen kann. Aber die Stray-Katze kann einpacken. Simba the Cat ist jetzt da. Und der ist so cool, dass er nicht nur lässig auf zwei Beinen laufen, die Welt erkundet oder breakdanced, sondern er hat auch jede Menge mehr im Petto. Baggerfahren zum Beispiel. Ein goldenes Schwert schwingen. In den Tiefen des Meeres tauchen. Ein Motocross-Bike steuern. Im Weltraum mit Jetpack durchs All fliegen oder auch in Ritterrüstungsmontur ein Pferd reiten und ein Dorf erkunden. Simba the Cat ist einfach ein Tausendsasser. Was kannst du eigentlich, Mietz? Tja, da guckst du doof. Nur blöd, dass man all diese spannenden Fähigkeiten eigentlich nur dafür nutzt, um Kram einzusammeln. Mehr macht man in diesem Spiel nicht.
Und zugegeben, die beste Figur macht Simba auch nicht immer. Aber der Wille zählt. Und das ist das, wofür Simba the Cat steht. Egal wie oft man hinfällt, man steht immer wieder auf und lässt sich absolut gar nichts anmerken. Seht ihr? Simba the Cat zeigt, dass Katzen in der Welt der Videospiele gegenüber Hunden klar die Oberpfote haben. Aber da hört es ja nicht auf. Denn es lauern auf Steam noch so vielversprechende Werke wie Pounce Cat oder Catalyte 609 Feline Space Adventure, die ich aus Zeitgründen leider nicht unter die Lupe nehmen konnte. Aber mindestens interessant aussehen. Auf der anderen Seite, welche guten Hundespiele gibt es eigentlich? Das beste Videospiel mit Hunden. Na also, die müssen es wissen. Pets, Hundefreunde, The Dog Island, 22 Hundespiele? Nee, also das ist ja wirklich nur Murks. Hunde, solche Loser. 9 von 10, Katzen sind absolut tot, ernst gemeint cooler als Hunde. So, als nächstes ist Night's Try an der Reihe. Guck mal, der Charakter sieht aus wie der Onion Bros Dark Souls. Ach, das ist doch mal ein charmanter Look. Wie damals, als Spiele einfach unkomplizierten Spielspaß... Na toll, jetzt brauche ich einen neuen Controller. Ey, und wenn man nach unzähligen Versuchen endlich ein Hindernis überwunden hat, lauert keine 2 Meter weiter eine neue Falle, in die man blauäugig reinstolpert. Und beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal. Okay, wir skippen mal bis zum erfolgreichen Versuch. Was? 40 Minuten habe ich für die Passage gebraucht? Und das ist erst der zweite Checkpoint. Na gut, schauen wir mal weiter. Sind das Kanonen? Immerhin, die Steuerung ist simpel, die Hüpferei einigermaßen präzise. Außer wenn ich mal wieder einen Sprung nicht schaffe, obwohl ich ja wohl offensichtlich die Plattform getroffen habe. Verdammt noch mal! 7 von 10. Controller sind während der Entstehung dieses Beitrags zu Bruch gegangen. Ein majestätisches Instrument erobert das Musikgenre. Die Rede ist natürlich von der Posaune. Der beeindruckende symphonische Kontext der Tenorposaune jederzeit abrufbar. Ganz einfach mit der Maus. 21 Stücke zeitgenössischer Musik ertönen in Trombone Champ im wundervollen Klang des tiefen Blechblasinstruments. Denn machen wir uns nichts vor. Darauf hat die Welt gewartet. Wer wollte nicht schon immer die kanadische Nationalhymne mit der Posaune schmettern? Oder hier, Wilhelm Tells berühmte Ouvertüre, die in dieser Form jeden Musikkunstkennenden verzückt mit den Ohren schlackern lassen dürfte. Oder Tanz der Zuckerfee von Tschaikowski. Der hatte ursprünglich, abgesehen von 4 Hörnern, die übrigen Blechbläser für dieses Stück vor die Tür geschickt. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein Banause. Klingt das nicht einfach toll? 12 von 10, absolutes Trash-Meisterwerk. Apropos Meisterwerk, ist es nicht erstaunlich, wie aufwendig und opulent Videospiele heutzutage sind? Es gibt mitreißende Geschichten, spektakuläre Action, beeindruckende Welten, kindlichen Einfallsreichtum oder unwiderstehlichem Charme. Diese Spiele zeigen, dass das Medium auch zu echter Kunst fähig ist. Auf der anderen Seite findet man dann wohl Astrid. 28,4 GB Festplattenverschwendung. Ein Spiel, das auf jegliche Art und Weise bemerkenswert stümperhaft ist. Warum? Eine kleine Aufzählung. Klickt man auf New Game, stürzt das Spiel ab. Trefferfeedback ist so gut wie gar nicht vorhanden. Die eigene Energieleiste ist grün, die Ausdauer rot. Die Lebensenergie der Gegner? Na klar, rot. Auch wenn die Kameraperspektive 2D ist, Gegner können sich dreidimensional bewegen und dementsprechend angreifen.
Wenn man die Monster besiegt hat, kann man sich danach oft erst dann wieder bewegen, wenn man die Erfahrungspunkte bekommen hat. Objekte im Vordergrund können die Sicht versperren. Jedes Level hat einen unnötig knallharten Timer. Ugh. Astrid wirkt völlig wahllos und dilettantisch. Fast schon wie ein absichtlicher Gegenentwurf zu den großen Meisterwerken des Gamings. Aber Moment, ist das vielleicht die eigentliche Message, die hinter diesem Spiel steckt? Eine Kampfansage an die sterilen AAA-Fließbandproduktionen, an denen Hunderte bis Tausende Personen über Jahre unter miesen Bedingungen schuften müssen, während sich die Aktionärinnen und Aktionäre nur um die Börsenkurse und nicht um das Wohl der Belegschaft sorgen? Oder die Qualität des Produkts? Ist Astrid dadurch vielleicht auch auf eine gewisse Weise Kunst? Nein, Astrid ist einfach nur schlecht und kann man mittlerweile nicht mal mehr aus Steam kaufen. 2 von 10. Okay, also Fly and Poop, ne? Da spielt man eine Taube, die durch die Gegend fliegt, um Leuten auf den Kopf zu kacken. Hey, ich hab die Quelle gefunden. Er ist hier, sicherstellen. Du kommst auch mit. Es ist ja schlimmer als bei Bastis Beitrag von Stranger Things 3. Bah, was ein Gestank da! Moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Diese Woche ist mal wieder allerhand passiert, vor allen Dingen bei Rockstar Games. Statt offizieller Neuigkeiten zu GTA 6 gab es aber nur höchst unfreiwillige. Vergangenes Wochenende verzeichnete die Gaming-Branche einen der bislang größten Leaks aller Zeiten. Dutzende Bilder und Videos, die Spielszenen zu Rockstars nächstem GTA abbilden, wurden öffentlich gemacht. In einem offiziellen Statement bestätigt Rockstar Games den Leak und erklärt gleichzeitig, dass dieser Vorfall keine negativen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung ihrer Spiele haben soll. Derartige Leaks häufen sich in letzter Zeit. Fast zeitgleich mit GTA 6 wurden auch Inhalte zu Diablo 4 veröffentlicht, die ähnlich viel unfertiges Material preisgeben. Die Spielszenen selbst wollen wir aber an dieser Stelle nicht zeigen, um nicht weiter zum Schaden beizutragen. Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten oft jahrelang an Projekten, zu denen meist bombastische Reveals geplant werden. Eine so unzeremonielle Enthüllung in einem solch unfertigen Zustand wie im Falle von GTA 6 wird dieser Arbeit nicht gerecht. Selbstverständlich sieht das Spiel noch nicht so gut aus und erfüllt im jetzigen Zustand auch nicht die hohen Erwartungen, so wie die meisten Spiele, die mitten in der Entwicklung stecken. Genau deshalb waren diese Szenen eben noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Was dieser Vorfall in Zukunft vielleicht noch für Auswirkungen auf GTA 6 haben wird, lässt sich jetzt kaum einschätzen. Daher schließen wir die Rockstar-Akte erstmal wieder und warten ab, was noch auf uns zukommt. Was meint ihr? Sollte über derartige Leaks berichtet werden, schreibt's doch mal gerne in die Kommentare. Hier geht's jetzt weiter mit Nvidia, die haben nämlich jetzt ihre neuen Grafikkarten vorgestellt. Die Hardwarepreise erreichen endlich wieder ein normales Niveau und schon packt Nvidia die nächste Serie ihrer Grafikkarten aus. Die RTX 4090 soll schon am 12. Oktober für rund 2000 Euro in den Verkauf gehen, die etwas billigere 4080 dann für 1500 Euro im November. Laut Nvidia erreichen die neuen Grafikchips mehr als die doppelte Leistung im Vergleich zur Vorgängerserie. Damit scheint der Grafikkartenmangel nun endlich ein Ende zu haben. Das hat mehrere Gründe. Einerseits werden wieder mehr Chips produziert als zu Beginn der Pandemie, andererseits brechen die Kurse der Kryptowährungen zurzeit ein, was einen Rückgang der GPU-Nachfrage mit sich bringt. So kündigte beispielsweise Valve an, aktuell getätigte Bestellungen des Steam Decks noch bis Ende des Jahres zu versenden. Auch die PlayStation 5 lässt sich immer öfter in Läden finden und ist ihrer Preisempfehlung näher denn je, auch wenn Sony diese aufgrund der Inflation nochmal erhöht hat. Die Hardware-Welt scheint sich also endlich zu erholen. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Eine Sache bleibt aber ganz bestimmt, nämlich unseren Ticker. Und den gibt es wie gewohnt jetzt! Teuflischer Test. Ein Leak ist zum Glück nicht das einzige, weshalb wir über Diablo 4 reden können. Für den Oktober wurde ein geschlossener Beta-Test angekündigt, an dem zufällig ausgewählte Blizzard-Accounts teilnehmen dürfen. Offene Beta-Tests sollen Anfang nächsten Jahres folgen. Ausgetrickst. Bereits vor einigen Wochen stießen Halo Infinite-Fans auf einen Trick im Spiel, der den eigentlich gestrichenen lokalen Splitscreen-Modus doch nutzbar macht. Der Exploit zeigt, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten war. Wie Studio 343 Industries aber erklärt, wolle man die internen Ressourcen lieber für die Entwicklung neuer Live-Service-Inhalte nutzen. Teambuilding. Capcom enthüllte unerwarteterweise den vollständigen Startkader von Street Fighter 6. Unter den 18 Kloppern treffen mal wieder beliebte Charaktere der Reihe auf frischen Neuzugang. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar immer noch nicht, dafür aber demnächst eine Closed Beta. Gotta go fast!
Auch zum Blauen Igel gibt's mal wieder Neues. Der bekam für die bevorstehende Netflix-Serie Sonic Prime nämlich einen neuen Trailer spendiert, in dem Erzrivale Dr. Eggman gezeigt wird. Der Animationsstreifen soll diesen Winter an den Start gehen. Teurer Abgang. Der führende Charakterdesigner von Overwatch, Jeff Goodman, hat Blizzard verlassen. Er arbeitete seit den Anfängen an Blizzards Heldenshooter und ist nach Game Director Jeff Kaplan der zweite große Name, der das Studio verlässt. Neues Superheldenabenteuer. EA kündigt ein neues Iron Man Singleplayer-Spiel an, das bei den für das 2017er Star Wars Battlefront 2 verantwortlichen Motive Studios entsteht. Die Teamleitung übernimmt Olivier Prü, der zuvor unter anderem Marvel's Guardians of the Galaxy verantwortete. 10 Jahre zu früh. Logitech kündigt eine eigene Handheld-Konsole an. Mit der Logitech G-Cloud lassen sich Spiele der Xbox Cloud Gaming und der GeForce Now-Bibliotheken streamen, natürlich nur über kabellose Verbindungen. Das Gerät soll ab Mitte Oktober für 350 US-Dollar vorerst nur in Nordamerika verkauft werden. VR in 4K. Zum PlayStation VR-Nachfolger gibt es nun auch einen Trailer. Das Gerät soll unter anderem über ein 4K-Display verfügen und Foveated Rendering verwenden. Damit wird nur der Bereich hochauflösend dargestellt, den man zurzeit anschaut. Genauer Release und Preis sind noch nicht genannt worden. Man rechnet mit der Brille aber Anfang 2023. Nachdem sich Markus vergangene Woche schon Forspoken angeschaut hat, durfte er diese Woche gleich wieder ran. Dieses Mal handelt es sich um die Resident Evil Village Erweiterung Shadows of Rose. Na, dann lass mal hören, was du in deiner Spielzeit so erlebt hast. Bitte. Viele Fans haben danach geschrien und über ein Jahr nach dem Release von Resident Evil Village werden die Rufe nach einem Third-Person-Mode erhört. Mit der Winters-Erweiterung könnt ihr ab Ende Oktober das komplette Gruselabenteuer nochmal aus einer anderen Perspektive erleben. Aber das DLC hat auch noch einen komplett neuen Storypart namens Shadows of Rose. An dieser Stelle muss ich eine klare Spoilerwarnung aussprechen, denn dieser Zusatzinhalt spielt nach der Hauptstory von Village. Dementsprechend spielt ihr nicht mehr Ethan Winters, sondern seine Tochter Rose. Alright. 16 Jahre nach den Geschehnissen aus dem Hauptspiel möchte sie ihre übernatürlichen Kräfte loswerden und begibt sich dafür ins Bewusstsein des Mutantenpilzes. Daraufhin findet sie sich in Lady Dimitrescus mit haufenweise Schmodder- und Schimmelmonstern verseuchten Schloss wieder. Genau hier startete auch die etwa 30-minütige Demo, die ich anspielen konnte. Ach, und sämtliche Spielszenen, die ihr hier seht, wurden nicht von mir aufgenommen, sondern uns von Capcom zur Verfügung gestellt. Die größte Änderung neben der neuen Hauptfigur war der Wechsel zur Third-Person-Perspektive. Auch wenn die natürlich stärker mit der Resident Evil-Reihe verknüpft ist als die Ego-Sicht aus den letzten Teilen, mag ich persönlich den modernen Ansatz lieber. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass es sich etwas schwerfälliger steuert und das Zielen mit der Waffe nicht so präzise ist. Aber das ist sicherlich auch eine Gewöhnungssache. Sonst ist eigentlich alles beim Alten. Ihr müsst fleißig Rätsel lösen, euch mit gammligen Gegnern herumschlagen und dabei ständig auf eure Ressourcen achten. Vor allem Munition und Heilkräuter werden bewusst verknappt, um den Schwierigkeitsgrad anzuheben. Aber noch hat Rose ihre Superkräfte, die sie natürlich auch einsetzen kann. Mit ihrer Power konnte ich zum Beispiel in der Demo die Schimmelmonster kurz bewegungsunfähig machen. Aber auch in der Umgebung könnt ihr die Kräfte einsetzen, um etwa auch Glibberblockaden zu entfernen. Auch wenn ich Spaß daran hatte, mit den Superkräften herumzuspielen, hoffe ich, dass Rose noch ein paar offensivere Techniken lernt. Auf Dauer wären mir diese Optionen jedenfalls zu wenig. Genauso wie das Setting. Auch wenn ich mich gefreut habe, wieder hier zu sein, kam mir doch alles zu vertraut vor. Ein weiterer und vor allem neuer Schauplatz ist daher auch wünschenswert. Zuletzt bleibt für mich noch zu hoffen, dass alle offenen Fragen aus Resident Evil Village geklärt werden, denn Shadows of Rose soll die Geschichte der Familie Winters offiziell beenden. Das war's noch schon wieder mit den News für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. San Francisco, euer Krogi. So, jetzt ist es aber auch an der Zeit für des Rätsels Lösung. Mit Thor meinen wir natürlich nicht den germanischen Gott. Natürlich nicht. Sondern den allseits bekannten Söldner Thor Kaufmann aus Jagged Alliance 2. Also komm schon, das war nun wirklich einfach, wa? Vor allem, weil es sich bei Jagged Alliance 2 ja immerhin um eine absolute Strategielegende handelt, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Seit Anfang der 2000er werden Fans mit halbgaren Nachfolgern verprellt. Wir wollen aber nur noch mal auf den Zenit der Reihe zurückblicken. Also, Vorhang auf für Jagged Alliance. 2.
Kutsche Valdori. Ich bin es. Weißt du, warum wir jetzt sprechen? An diesem Ort, nach all diesen Jahren. Daydrama. Du hast es damals nicht zu Ende gebracht. Das Game ist noch nicht over. Ich hatte alle Remien erobert. Die Hälfte ihrer Armee besiegt. Wie kann sie denn... Sie nur zu schwächen reicht nicht aus. Wenn du sie jetzt nicht aufhältst, wird Arulko eines Tages für immer... Darf ich euch zwei Hübschen noch was bringen? Ja, ich würde ein stilles Wasser nehmen. Und ich weiß nicht, der Kollege... Ach, Mate-Tee. Stilles Wasser, Mate-Tee, kommt sofort, ihr Honigbären. Vielen Dank, ja. Durchspielen ist das Motto, Juan. Damals warst du noch ein kleiner Chico. Aber heute bist du ein Muchacho, der sie aufhalten kann. Genau wie früher habe ich dir ein Startkapital von 45.000 mitgebracht. 45.000? Das war damals schon nicht so. Mehr habe ich nicht. Okay. Gut, muss reichen. Nimm diesen Brief. Die Rebellen werden deinen Söldnern so vertrauen. Wirst du es noch einmal probieren, Juan? Genau, das Wasser für mich. Ja, das ist sehr lieb, danke. Juan, ein allerletztes Mal. Enrico, mein alter Freund. Bring es zu Ende. Ach ja, wie gerne ich wissen würde, wie viele Jagged Alliance 2 Runs ich damals als kleiner Junge von diesem Taktikbildschirm aus gestartet habe. Wie häufig habe ich Enrico Civaldori mein Versprechen gegeben, mit einer Handvoll Söldnern sein Heimatland zurückzuerobern. Leider ist es mir nie gelückt, dieses taktisch fordernde und wenig verzeihende Spiel durchzuspielen. Es ist an der Zeit, dieses Spiel auszugraben und mein vor all den Jahren gegebenes Versprechen an Enrico Civaldori endlich einzulösen. Mit den Aufklappen eines antiken Laptops beginnt das Abenteuer im Fantasiestaat von Arulko, der von der Tyrannin Daydrana mit harter Hand ausgebeutet wird. Enrico ist mit Hilfe einiger Rebellen aus dem Land geflohen und bittet nun uns, eine Truppe Söldner anzuheuern, um sein Volk wieder aufatmen zu lassen. In diesem Sektor werden Feinde registriert. In rundenbasierten Feuergefechten steuert ihr eure Truppe durch eine reiche Vielfalt an Landschaften, Städten und geheimen Militärbasen, um Sektor für Sektor Daydrana zurückzuschlagen. Zusätzlich bietet Jagged Alliance 2 eine Spieltiefe, die mich damals zwar schon fasziniert hat, die ich heute allerdings erst richtig verstehe. Neben den rundenbasierten taktischen Schlachten gibt es auch tiefgehende Rollenspiel- und Adventure-Elemente, vereint unter einer Management-Simulation, die all diese Mechaniken zusammenhält. Der Laptop ist nicht bloß ein schickes Gimmick, sondern durchaus ein wichtiges Tool in eurem Arsenal. Hier wird euch nichts in ellenlangen Tutorials reingezwängt, es gilt selbst herauszufinden, wie was funktioniert. Das war damals schon angenehm fordernd und ist heutzutage richtig erfrischend. Neben dem Anheuern eurer Söldnertruppe könnt ihr hier auch Waffen und Equipment bestellen, wenn ihr die nötigen Links im Kleingedruckten gefunden habt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich im fiktionalen Internet an dieser Passworteingabe verzweifelt bin. Bis es mir irgendwann dämmerte, das E-Mail-Postfach zu checken. Gebt ihr das Passwort ein, befindet ihr euch in einem Persönlichkeitstest, um euren eigenen Söldner zu erstellen. Welche Attribute euch eure Antworten auf die teilweise sehr quatschigen Fragen genau einbringen, wird aber nicht klar. Ich weiß allerdings noch heute, dass wenn ich die Frage nach meinem Kindheitshelden mit Clint Eastwood beantworte, das einen besseren Schützen aus meinem Söldner macht. Ein Charaktererstellungsmenü habe ich in der Form nie wieder in einem Spiel gesehen. That is the most beautiful thing I have ever seen. Mit eurem begrenzten Startkapital gilt es jetzt, die bestmögliche Söldnerkombination anzuheuern. Nicht nur, weil eure Widersacher in den Feuergefechten immer unterschiedlich positioniert sind, gleicht kein Run dem anderen, auch die Auswahl eurer Truppe ist nie dieselbe. Manchmal sind einige zurzeit in einem anderen Einsatz unterwegs und die gute alte Mailbox muss herhalten. Hinzu kommt, dass sie sich untereinander kennen und eigene Vorgeschichten haben. Manche arbeiten besonders gut zusammen, andere reißen prompt wieder ab, wenn ihr Leute einstellt, die sich nicht ausstehen können. Du hast sie angeheuert, also kannst du dich auch um sie kümmern. Ich hau ab. Steht euer Team, werdet ihr in Omerta abgeworfen. Das Spiel wechselt vom Laptop auf den Boden und ihr tretet gegen die erste Patrouille von Daydranas Streitkräften an. Jeder Söldner hat Stärken und Schwächen, die die eigene Ausdauer und Anzahl von Actionpunkten beeinflussen. Vom Nachladen bis zum Hinlegen kostet jede Aktion Punkte. Und alles, aber auch wirklich alles hat einen Einfluss darauf, ob euer Schuss im Ziel landet oder ihr selbst getroffen werdet. Steht, hockt oder liegt ihr? Seid ihr in Deckung oder im freien Feld? Seid ihr erschöpft oder ausgeschlafen? Schießt ihr von einer Erhöhung? Habt ihr gute oder schlechte Ausrüstung? Ist es Tag oder Nacht? Und auch die ganz individuellen Attribute eurer Teammitglieder bestimmen den Ausgang eines Gefechts.
Pokert ihr und setzt alle Actionpunkte in einen Schuss oder spart ihr ein paar Punkte, um wieder in Deckung zu gehen? Viel zu lernen du noch hast. Nach der ersten erfolgreichen Mission geht es weiter nach Drassen, wo wir eine Nahrungsmittellieferung an die Rebellen von Pater John sicherstellen. Charaktere wie ihn, mit charmant gestalteten Porträts und überraschend vielfältigen Dialogoptionen, gibt es hier zuhauf. Sie verleihen der Spielwelt Tiefe. Ihr könnt beispielsweise den gierigen Pablo am Flughafen bestechen, um auf eure Online-Bestellungen aufzupassen, oder verdient euch was dazu, indem ihr für Carmen den Kopfgeldjäger auf Jagd geht. Auch die Persönlichkeiten eures Teams kommen zum Vorschein, weil sie das Geschehen kommentieren. Wie der liebe Cliff, wenn ihr mit ihm Kinder aus einer T-Shirt-Fabrik befreit. Sicher habe ich das nicht gern getan, aber ich musste ihrem Treiben Einhalt gebieten. So wächst einem die Truppe ans Herz. Glücklicherweise kann man immer speichern, außer wenn ihr die absolute Herausforderung im Ironman-Modus sucht. Besonders zu Beginn ist das Ableben eines Mitglieds ein Schlag auf die Moral und vor allem den Geldbeutel. Den füllt ihr auf, indem ihr die Gold- und Silberminen von Arulco befreit. Gewinnt ihr den Kampf um eine Mine, arbeiten die Bergarbeiter für euch und generieren tägliches Einkommen. Befreit ihr eine Stadt, erhaltet ihr Loyalität und die Bergarbeiter arbeiten fleißiger. Wenn der Drana in ihrem Palast diese Neuigkeiten von ihrem armen Berater zu hören bekommt, kriegt er sofort Ohrfeigen verpasst. Wie weit ihr im Spiel seid, könnt ihr hervorragend am Zustand seiner Visage feststellen. Dafür muss jemand bezahlen. Und das werden sie. Ja, ja, eure Hoheit. Im Taktikbildschirm könnt ihr mit einem Rechtsklick auf den eroberten Sektor herausfinden, was ihr alles gefunden habt, um den Loot zwischen eurer Einheit aufzuteilen. Es gibt Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte, Laserpointer, Gasmasken oder diese kugelsichere Weste, die ihr mit Keramikplatten verstärken könnt. Neben den Actionpunkten kostet in Arulco alles Zeit. Die Verträge eurer Söldner sind zeitlich begrenzt und für Dinge wie Reisen, das Verarzten eurer Truppe, Schlaf oder die Ausbildung von Milizen in eroberten Sektoren müsst ihr die Zeit vorspulen. Vergesst ihr das, wie ich in der Raketenbasis östlich von Drassen, erobert der Drana den Sektor mit Eliteeinheiten zurück, die euch sogar im Midgame noch zum Frühstück verputzen. Zu wissen, wann man sich besser zurückzieht, ist in Jacket Alliance 2 auch eine Tugend. Weil wir gerade schon bei Raketenbasen sind, wenn ihr die kontrolliert, könnt ihr das Land mit dem Helikopter bereisen und so wertvolle Zeit sparen. Je weiter ihr im Spiel kommt, desto effizienter wird eure Ausrüstung und euer Team. Aber auch Daedranas Truppen schlafen nicht und werden immer gerissener. Trau niemandem, der nicht Gras raucht oder Bob Dylan hört. Hast du verstanden? In diesem Krankenhaus bin ich an einem einzigen verschanzten Soldaten fast verzweifelt, bis ich eine Rauchgranate gefunden habe und ihn mit blinden Schüssen in den Nebel endlich außer Gefecht setzen konnte. Solche Momente sind es, die aus einem Chico eben einen echten Muchacho machen. Das Spiel muss zu damaligen Verhältnissen ein unglaublich ambitioniertes Projekt gewesen sein. Was sich auch daran zeigt, dass es auch heute noch richtig unterhaltsam ist. Das Gameplay langweilt nie und die Beziehung zum eigenen Team ist auf jeden Run aufs Neue einzigartig. Diese Spielereihe hat wirklich viele Titel, aber Jacket Alliance 2 ist und bleibt bis heute ungeschlagen. Aber die verdammte Zeit rennt mir weg. Das Spiel ist so geil und komplex, dass ich mir das abschminken kann, es unter 70 Stunden durchzuzocken. Meine Meisterschützin Scope hat zu allem Überfluss einen anderen Auftrag angenommen und reist in ein paar Stunden ab. Dabei bin ich noch nie so weit gekommen. Aber der Draenor's Palast, in dem es vor Elite-Truppen und Panzern nur so wimmelt, ist gerade mal so am Horizont zu erkennen. Wie soll ich das bloß schaffen? Oh nee. Jetzt nicht auch noch Len. Verdammt! Sie Schwachkopf! Es ist einfach zu schwer, Mann. Ich bin immer noch bloß ein kleiner, popliger Chico. Es sei denn... Okay. Jetzt einfach nur Plus drücken. Das ist vielleicht nicht mein stolzester Moment, in dem ihr mich hier seht, aber ich kann Enrico unmöglich noch einmal enttäuschen. Oh, Enrico. Mein lieber Juan, was gibt es Neues? Ach, ja, also, der Drana, ne? Sie? Dios mio. Wie hast du das geschafft? Du Teufelskerl! Tja. Gecheatet. Lol. Sieh
Sehr schön. Arulko ist gerettet. Dann können wir ja jetzt Feierabend machen. Wenn ihr Trans Video über Spider-Rope Hero Games noch nicht gesehen habt und euch immer noch fragt, was Spider-Rope Hero Games überhaupt sind, dann solltet ihr dort unbedingt mal reinschauen. Das ist nämlich echt witzig und auch ein bisschen traurig. Und das gilt auch für dieses Video hier von Till Reiners Happy Hour mit einer einzigartigen Puppenperformance von Michael Hatzius als Zecke und als Dromedar. Muss man gesehen haben. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Wiederschauen. Reingehauen. Sehen wir uns nächste Woche? Wir? Nein.